Ciao ragazzi, was geht? Euer Squee im Start. Ja, ich warte nur noch drauf, dass die Server wieder angehen zu Season 7. Ja, wir ziehen uns jetzt erstmal den Trailer rein, gucken uns die Patchnotes an, dies, das, tralala, was alles so gibt. Krasse Neuerungen auf jeden Fall am Start, Flugzeuge, Creative Mode und weiß der Geier, was nicht noch alles kommt. Waffen, Skins, Autoskins, 1000 Millionen Skins, doch ein neuer Battle Pass, ich habe einfach so Bock. Ja, lass uns einfach mal zusammen den Trailer angucken. Und dann schauen wir mal weiter, was hier alles so abgeht. Ja, das ist auf jeden Fall schon wieder hier der absolute Oberhammer. Was für ein geiler Trailer. Ich dreh komplett durch. Richtig nice. So, hier haben wir noch ein Video-Überblick zum Battle Pass Season 7. Dem geben wir uns auch mal direkt. Oh, ich sehe hier schon das Flugzeug. Ach, es wird einfach so geil. Ich glaube, das wird wirklich die geilste Season ever. Ohne Scheiß. Auf jeden Fall. Das muss eigentlich die geilste Season, also besser als 6 auf jeden Fall, denn ich glaube nicht, dass sie nochmal Zombies einfügen. Okay, lass uns gucken, was hier mit dem Battle Pass abgeht. It's a new season, and that means a brand new Battle Pass. The Season 7 Battle Pass features over 100 unique cosmetics to earn as you level it up. Ja, when you first jumpsuit. Buy the pass, you'll instantly unlock brand new progressive outfits, Zenith and Lynx. Plus, if you opt in for the Battle Bundle, you'll get Sergeant Winter too. New to the Season 7 Battle Pass are wraps. Wraps are earned through leveling up the Battle Pass and allow you to cosmetically customize weapons and vehicles in-game. So pick your favorite look to match your most stylish outfits. There are 100 tiers and over 100 rewards, ranging from new outfits, pets, toys, emotes, and more. Of course, none of them affect gameplay, and you'll keep all your rewards after the season ends. Plus, all Battle Pass owners will get early access to their own island in Creative. Ja, Mann. A brand new place for you to design games with friends and build your dream Fortnite. The Season 7 Battle Pass is available in the in-game store right now for just 950 V-Bucks. Hope you enjoy Season 7 and we'll see you in-game. Jo! Und scheiß, boah, selten, dass ich so ein Game gehypt habe, ey. Meine Herren. Creative Mode, den gucken wir uns auch noch eben an hier ab. Geht's. What's up, Fortnite Community? I'm here at Epic HQ for a special kickoff event. We've got something new and exciting coming for you in Season 7. Fortnite Creative. On December 13th, we'll be launching Fortnite Creative. In this mode, you can build on your own private island and also design games with friends. The initial release will be rough. But if you want to jump in and check it out, pick up the Battle Pass for a week of early access starting December 6th. Hop in and explore with your squad. Devise action-packed combat modes or shoot your cinematic masterpiece. Use your imagination to create your modes or edit with friends. Everything you make is saved from session to session. While preparing for launch, we invited out 16 amazing creators to dive deep into Fortnite Creative. For more info, head over to our blog for a full list of their channels. Stay tuned for additional info on Fortnite Creative in the coming weeks. Until then, it's your boy Mooney signing off. Richtig geil! Hammer Bock. Da ist das Flugzeug. Das wird so fett. Das wird einfach so fett. Hier die Skins. Richtig geil. Lackierungen. Brutal Act 3, rette die Welt. Ey, das interessiert mich nicht, Leute, sorry.
allgemein erforderliche macOS-Version, Fortnite Mac, bla bla. Errichten von Gebäuden wurde optimiert, Fehlerbehebungen. Texte für tägliche Herausforderungen, andere Texte wurden nun korrekt angepasst, wenn man die Sprache ändert. Ja, nice. Das Spiel ist beim Beenden manchmal aufgrund eines Fehlers bei der Initialisierung abgestürzt. Dieser Fehler wurde behoben. Schön. Potenzielle Performance-Einbrüche beim Laden von Inhalten wurden behoben. Das Fehlerfenster hat nun eine Scroll-Funktion, damit der Text nicht mehr über den Rand geht. Super. Xbox One. Minimierter Chat, Mobilgeräte, ja, alles klar. Waffengegenstände, das ist Flugzeug X4 Storm Wing. 5 Plätze insgesamt, 4 Passagiere, ein Pilot. Eingebautes Maschinengewehr, kann heiß laufen. Spieler gehen in den freien Fall über, wenn sie X4 Storm Wing verlassen. Nutzt die Rolltasten. Für scharfe Kurven drückst du beide, fliegst du über Kopf. Durch doppeltes Antippen der Rolletasten, macht einen Überschlag in der Luft. Luftbremse und Boost für mehr Beweglichkeit vorhanden. Ballons wurden überarbeitet, dass man nun Waffen und Gegenstände nutzen kann. Das ist cool. Spieler können bis zu 3 Ballons an ihrem Rücken befestigen, die sie abheben lassen. Sobald Ballon Nummer 3 befestigt wurde, drückt er in der Luft springen, um die Ballons einen nach den anderen zu entfernen. Stapelgröße von 20 auf 10 verringert. Fadenkreuze werden beim Zielfernrohr der Scharfschützengewehre und dem Infrarot-Sturmgewehr aktualisiert. Ach, wurden, okay. Ja, nice. Eingelagerte Gegenstände. Jede neue Season gibt uns die Möglichkeit, Änderungen, Rotationen der Spiele vorzunehmen. Das ist Ziel, angemessene, bla bla bla, implementieren. Dies, das, Denksi, Donksi. Was ist rausgenommen worden? Schattensteine. Taschenfestung, schade, finde ich persönlich ganz witzig. Vereiser. Haftis. Die Baba-Haftgranaten sind weg. Oh, schade, schade. Doppelte Schrotflinte. Ja, habe ich eh nie gespielt. Schockwellengranate, schade, habe ich auch gerne gezockt. Gameplay. Aktualisierte Karte. Neues Biom. Eisberg. Neuer Ort. Frosty Flights. Neuer Ort. Polar Peak. Neuer Ort. Happy Hamlet. Ja, geile Namen. Ich bin auf jeden Fall hammer gespannt. Wird bestimmt fett. Überall auf der Karte gibt es außerdem andere neue markante Orte ohne Namen. Ja, die werden wir schon benennen, gar keine Sorge. Vereiste Oberflächen finden sich in verschneiten Gegenden. Auf manchen gefrorenen Oberflächen rutschen Spieler. Ja, das ist ja dann, denke ich mal, wie die Eisfalle. Ja, cool. Seilrutschen können um den Eisberg herum und nahe Expeditionsaußenposten gefunden werden. Okay, klingt euch ein, rauscht von einem Ende zum anderen. Zielt, feuert oder nutzt Gegenstände, während ihr euch ein Seilrutsche fortbewegt. Nice. Minikarte aktualisiert. Ja, natürlich. Chance erhöht, dass sich das finale Auge im Außenbereich der Karte befindet. Ja, auch nicht selbstverständlich. Cool. Bin ich auch mal gespannt. Waffeneinschlageffekte werden nun nicht mehr ausgelöst, wenn ein befreundeter Spieler beschossen, aber keinerlei Schaden bewirkt wurde. Okay. Events. Neues Turnier. Entdecker Pop-Up Cup. Okay, das hatten wir. Materialgrenze wurde bei Holz ein bisschen erhöht, bei Metall gesenkt. Vorher war es 500, 500, 500. Okay, im Endeffekt bleibt es immer noch bei 1500 insgesamt. Und Spieler erhalten bei einer Eliminierung 1050, 50 Holz, Stein, Metall. Das ist neu. Sobald du jemanden killst, kriegst du Metz dazu. Nice, okay. Ja, Ressourcen werden schneller gesammelt. Für plus 50 Konditionen bei Eliminierung. Auch nichts Neues, Sicherheitszonenänderung. Ja, Auge 9 reicht doppelt so weit, braucht aber doppelt so lange zum Schließen. Vorratslieferung. Einige Turniere limitieren jetzt die Anzahl der während eines Eventabschnitts spielbaren Matches. Okay, das heißt dann wahrscheinlich hier, das Turnier, du kannst nur 20 Matches spielen. Danach hast du die Punkte oder hast du halt nicht. Pech. Alles klar. Und ein paar Fehlerbehebungen, beziehungsweise eine. Ja, nicht schlecht. Das Fallenlassen von Gegenständen, eliminierte Spieler wurde behoben, das ist cool. Performance, Dynamitlunte wurde optimiert, nice. Nintendo Switch interessiert kein Mensch. Geringfügige Renderoptimierung, Nintendo Switch, ciao. Anzahl von Kugel- und Spitzhacken, Aufschlaggeräusche auf der Startinsel wurde reduziert. Spezieller Soundeffekt wurde hinzugefügt. Der erklingt, wenn ein Fahrzeug, in dem du unterwegs bist, beschädigt wird. Ah, dass du auch hörst, wenn nur auf die Karre gefeuert wird, okay. Sounds in der Luft befindlicher Hängegleiter spielten weiter.
Wenn der Spieler eliminiert wurde, dieses Problem wurde behoben. Ungewollte Fahrzeugtonschleifen wurden entfernt. Boah, danke. Boah, wie nervig war bitte diese Scheiße mit den Quads, Ragazzi. Ohne Kack. Stellst du ab und es läuft einfach noch 5000 Kilometer weiter. Mein Gott. Benutzeroberfläche. Okay, da wurde ein bisschen was verändert. Herausforderungen mit den EPs für die Skins wurden in einen neuen Bereich gepackt. Filter wurden hinzugefügt. Um Spindaufbau wurde erneuert. Nice. Schadenszahlen für Fahrzeuge hinzugefügt natürlich. Shop-Layout wurde angepasst. Geringfügige Anpassung bei der Benutzeroberfläche. Spielerfeedback. Ja, Battle Pass Info, Überschrifteintrag im Bildschirm. Ja, das sind alles so, naja, keine Ingame-Sachen. Gut, Zwei-Faktor-Authentifizierungsbildschirm bewegte manchmal, dass Eingaben nicht reagierten. Dies wurde behoben. Sehr schön, Wiederholung. Ja, mobile Geräte, Kreativmodus. Schauen wir uns jetzt nicht an. Das gucken wir nochmal in einem externen Video. Ja, nice. Ich freue mich, ich warte jetzt nur noch, dass die Server on gehen und dann ziehen wir uns erstmal den ganzen Battle Pass rein. Ragazzi, bis gleich.